Ich bin mir sicher, dass das Ganze eher unerwartet kommt, aber herzlich willkommen zu New Super Mario Bros. Dem DS-Teil. Gibt's einen anderen Teil? Keine Ahnung. Oh, ich muss das leise. Oh mein Gott, ist das laut. Ich spiele das Ganze auf dem Nintendo 4DS. Deswegen sieht die Grafik etwas schöner aus. Und ja, es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer, dass ich direkt Bock habe, reinzustarten. Wir haben einmal unter mir den Bottom Screen, bei dem ich hier durchswitchen kann. Und einmal den Top Screen, auf dem ihr das Gameplay seht. Ich mach doch nochmal ein Stück lauter. Oh, es gibt eine Story. Ich bin Mario-Kenner, ich kenne die Story. Von vielen auch unter anderem als das innovativste Mario Bros. Angesehen. Und im Übrigen mein allererstes Videospiel, was ich bewusst gespielt habe. Wahrscheinlich habe ich im Alter von 2 Snake gespielt oder sonst irgendwas. Aber dieses Game ist das erste, was ich wirklich bewusst gespielt habe auf dem DS meiner Tante. Deswegen habe ich eine persönliche Bindung dazu. Und ich hoffe, dass ihr die auch bald habt. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Und ja, let's go mit dem ersten Level. Ich habe so unfassbar Bock. Ich habe keine Ahnung, wie schwer das Game wird. Aber da ich es als Kind gespielt habe, bestimmt nicht so schwer. Oh, der Goomba, der sieht sehr gumbisch aus. Oh mein Gott, es gibt mir so Nostalgie. Oh. Genau, das Ganze im ganz klassischen Let's Play-Format. Deswegen wundert euch nicht, wenn da irgendwie so die Zooms und sonst irgendwie Sachen fehlen. Oh, wer bist du denn? Der Maxi-Pilz. Ah, yes. Oh, Starcoin gibt's auch. Okay. Vielleicht sollte ich nicht jede Röhre kaputt machen. Und 3 One-Ups geholt im ersten Level. Uns fehlt die 2. Starcoin. Ich glaube, wir schauen nochmal in das Level gleich rein. Ich lasse das so gut es geht. Versuche ich das in der besten Qualität hochzuladen, die für mich möglich ist. Mein PC brennt jetzt schon, allein bei der Berechnung des ganzen Games. Ich schneide euch das natürlich, wie ich die Starcoins hole, nachhole. Und wir sehen uns gleich wieder. Aha! Ihr müsst hier unten die Tinks-Blöcke aktivieren. Weil halt aktivieren. Das sind unsichtbare Blöcke, einfach mal gegenspringen und dann hier hoch. Ich habe währenddessen auch noch ein paar Controls gerne. Ich spiele das schließlich mit einem Xbox-Controller. Hier ist nicht die Starcoin? Oh. Oder vielleicht doch am Ende? Sass. Keine Starcoin. Okay. Nicht aber wissen, welche das ist. Ist das hier die erste? Oh, vielleicht. Hier geht's rein. I see. Okay. Das hier sieht mir nach Secret Starcoin aus. Wenn dann schon eher. Oh mein Gott. Genau. Oh, ich darf die Schultertasten nicht drücken. Weil die Schultertasten... Ah ne, die machen nichts. Was machen die hier? L und R machen auch nichts. Aber mit den Schultertasten kann ich ein bisschen die Kamera hin und her fahren lassen. Cooles Feature tatsächlich. So, aber ist jetzt egal. Hier haben wir alle Starcoins. Und können direkt ins nächste Level rein steppen. Ich hab so Bock, Leute. Die Parts werden wahrscheinlich so 30 Minuten lang sein. Auch wenn ich keinen Timer habe. Ich werde einfach so ein bisschen drauf achten. Wir gehen weiter ins Untergrund-Level. Wir werden das... Ich weiß nicht, ob wir es mit allen Starcoins machen werden. Mal gucken. Je nachdem, ob ich Lust und Laune habe. Ich will mir ja schließlich das Spielerlebnis nicht verderben. Genau, jetzt haben wir hier eine Blume. Da steht auch Touch drauf. Dann spawnt die, da muss ich aber mit der Maus draufklicken. Genau, dann spawnt die über uns im Level und das ist einfach eine kleine Hilfestellung für uns. Ich finde auch, die Sounds sind so cool. Die Sounds, wenn man Sachen zerstört, sind echt cool. So, hier jumpen wir einmal hoch, zack, zack. Werfen ein paar Feuerbälle in die Richtung. Sehen die hoffentlich erste Starcoin? Wunderbar. Zack. Oh, da oben, das sieht aber ganz arg nach Secret aus, du. Und nicht nur nach einem. Können wir da nicht... Wir können da keinen Wandsprung da machen? Okay, ich glaube, ich habe gerade One-Up verschwendet. Oh.
Kommt ein Goomba. Genau, das funktioniert die im normalen Game auch. Oh, aber hier sieht es aus, als könnte man jetzt hoch. Ja. Und was gibt's hier oben? Gibt doch im zweiten Level immer ein Secret Exit, oder? Ne, hier? Nö. Perfekt. Die zweite. Oh, wunderbar. Das kann man wahrscheinlich bewegen durch sein Gewicht, ja. Soll das so einen Holzstamm darstellen? Oh ja, Geld, 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 Leute. Geld, wichtig. Oh, da kommt sogar mal ein Pilz raus. Okay. Und da haben wir die Halbzeit. Zack, dich nehmen wir auch mit. Da geht's wieder nach unten, nach der Halbzeit. Oh, war vielleicht keine so gute Idee. Vielleicht hätte der uns hier unten einen Weg frei gemacht. Lasst uns doch mal zurückgehen. Ich hoffe, das geht so einfach. Oh, okay, Sachen respawnen instant wieder. Weil dann würde ich den Kollegen hier nicht töten, sondern einfach mal... Der ist aber arg schlecht platziert, Nintendo. Nintendo, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Bäh. Will den halt nicht kaputt machen. Also, ich will auf ihn drauf. Ja, weil da unten, das sieht schon so aus, als könnte man da so sneaky langstabben. Und das habe ich tatsächlich auch vor. Vielleicht ist da drüben irgendein Secret. Hier können wir ein bisschen jumpen. Ich frage mich, ob er zurückkommt oder nicht. That's a bug. Ey, aber man kann hier wirklich durch. Und hier gibt es 10.000 Goombarinos. Und was haben wir hier? Huh? Ich glaube, den hätte man dafür benutzen sollen. Egal. Ich will die Röhre nicht kaputt machen. Oh. Wie krass. Das wusste ich gar nicht. Oh, da kommen aber nochmal Goombas. War jetzt vielleicht nicht ganz so gut, da nochmal zu stampfen, kurz bevor er aufhört. Aber hier sieht es auf jeden Fall sehr, sehr sus aus. Kein Secret Exit. Okay, wir haben unsere Feuerblume verloren. Kriegen hier aber direkt wieder eine neue. Also gar kein Stress. Die Mitte hier, auch nix. Dich mache ich erstmal ganz schön weg hier. Nee, mache ich nicht. Okay, dann halt nicht. Dich mache ich aber weg. Oha, ist das der Secret Exit? Nö. Ich hab den getötet. Wenn der Secret Exit mal wieder so secret ist. Oh, da ist doch die letzte Stack und wir müssen hier sogar lang. Dann ist ja ganz gut. Ich habe keine Ahnung, wo der Secret Exit uns hinführt. Deswegen schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall hätte ich gesagt, er führt uns ans Ziel. Und genau das tut er auch. Echt. Bahnbrechende Überraschung. Wenn euch das Let's Play jetzt schon gefällt, dann könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Ey, das würde mich mega, mega freuen, wenn ihr das Spiel genauso feiert wie ich. Weil ich feiere es des Todes. Oh ne, es ist gar nicht so ein krasser Secret Exit. Gibt uns hier einfach nur... Wir können ein Level skippen. Aber das ist mir relativ egal. Ich mache noch ganz kurz den normalen Exit und schneide euch das. Im Übrigen, bevor ich es vergesse zu erwähnen, die roten Blöcke geben euch immer ein Item, was euch in dem Level relativ gut helfen könnte. So wie jetzt eine Feuerblume. So, jetzt hole ich kurz den Exit. Bis gleich. So, da wären wir auch schon. Hier sind wir nach oben gegangen und hier gehen wir jetzt unten lang. Und okay, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, das Täuschen zu schneiden. Alles gut, kein Problem. So, da springen wir an die Fahne und steppen dann direkt ins nächste Level. Ich habe so unfassbar Lust auf dieses Game, ihr glaubt es nicht. Ah! Das ist irgendwie so ein Fanboy-Moment, nur dass ich nicht einem Typen oder jemandem, einem menschlichen Wesen nachfeiere, sondern einem Game. Also warum nicht? Nächstes Level, 1-3. Ich könnte die Musik den ganzen Tag hören, wirklich, die wird nicht langweilig. Okay, können wir aber hoch hinaus. Oh, da ist die... Die erste Starcoin. No, 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 oh mein Gott, da hätte jetzt der Tod auf uns warten können. Da ist die zweite. Die ist für uns leicht erreichbar. Das ist auch die zweite. Ja, gut. Man weiß nie... Das ist ein erstaunlich kurzes Level.
Komm, hoch, hoch, hoch. Oh mein Gott. Knapp, wir steppen hier hin. Zack. Das fühlt sich schon so richtig nach Ziel an, ja. Und diesmal sogar oben das One-Up mitgenommen. Wir haben schon 16 Stück. Für mich sind die Monitore riesengroß, links und rechts auf dem Monitor klatscht. Deswegen muss ich einmal da gucken, einmal da. Damit ich beide Displays sehe. Wundert euch deswegen nicht. Und wir kommen ins erste Tower-Level. Wie gesagt, das Game geht relativ schnell durch. Und bis mein Computer steht, muss ich mich halt hiermit begnügen. Unter dem Tower gibt es einen Secret Exit, weil ich sehe die Cannon. Ich habe keine Ahnung, wo der Secret Exit ist. Wir schauen einfach mal. Noch ein Talk und die Musik. Ha-di-da-ha. Wunderbar. Okay. An diesem Spiel... Bitte was? Okay. An diesem Spiel hängen so schöne Erinnerungen. Mein erstes Videospiel. Meine erste Konsole, die ich kaputt gemacht habe, als ich in Level 2.1 nicht weiterkam an dem Poké. Ja. Ich konnte nicht über diesen Poké springen. Und, spring doch! Oh mein Gott, Mario. Du bist so ein Bär. Echt. Oh, so. Oh mein Gott. Daran kann ich mich noch erinnern. Hier muss man gotta go fast sein, damit man von oben nicht noch mitgenommen wird. Das ist unfair. Ich will mich gar nicht mit dir anlegen, Kollege. Ich will nur die Starcoin und ich bin auch schon weg. Das ist die erste. Perfekt. Oh. Ah, wobei. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, nein! Der Safe des Jahrtausends. Oh. Ihr könnt lecker schmeckernde Starcoin versteckt sein. Der Weg hier ist nämlich sehr gefährlich. Oh, aber da drüben ist eine Door. Und darauf habe ich ja mal gar keinen Bock. Yeah! Aber die Tür checken wir trotzdem ab. Und ich glaube, ich nutze sogar die Feuerblume. Ich bin mir unsicher, was mich erwartet. Und wenn wir ein neues Item bekommen, kommt es ja eh nach unten. Deswegen nutze ich sie lieber. So, hier müsst ihr nach oben drücken. Genau. Und ja, hier gibt es einen Secret Exit. Ich kenne den sogar. Weil... Oh mein Gott, ist das... Ey, ich liebe dieses Game, aber nicht für sowas. Hier rechts könnt ihr durch den Bildschirm laufen und... Really? Für den Secret Exit brauchen wir tatsächlich, kein Scherz, einen Panzer. Den es hier tatsächlich in dem Spiel, glaube ich, zum ersten Mal gibt. Ich bin mir nicht sicher. Vertraut nicht darauf, was ich sage. Oh, wir können auf ihn draufspringen, genau. Wenn er seinen Mundschutz oben hat, dann können wir nicht auf ihn draufhüpfen. Dann müssen wir seine Kuppelschell zurückwerfen. Wenn er ihn unten hat, können wir ganz normal auf ihn draufspringen. Genau. Ich muss jetzt irgendwo einen Panzer finden. Ich weiß aber nicht, wo. Wo kriegt man einen Panzer her? Vielleicht von dem Ding. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall... Ich notiere mir das und wir gehen in dieses Level... Ja, auf jeden Fall saven. Was heißt saven? Ich weiß nicht, ob der hier saved. Ich muss nachher noch mal manuell saven. Ich gucke jetzt ganz kurz, was das Item ist, was wir da bekommen. Wenn es der Panzer ist, dann mache ich das ganz kurz. Und wenn es nicht der Panzer ist, dann nicht. Boah, aber muss man ja aber dann... Oh mein Gott, ich bin so dumm. Das muss er sein. Ja, okay. Bitte nicht sterben jetzt, Mario. Genau. Das kann nicht wahr sein. Das ist... Wir gehen weiter. Und kommt zu dem Level zurück, wenn da wieder ein roter Block fliegt. Bin einfach auch zu blöd manchmal. Der ist so ewig nicht Okay, wir können carryen. Wir können carryen. Das ist wichtig. Dann throw ich da lang und jump direkt. Dann sind wir safe. Hier könnte was sein. Only Coins? Only Coins, okay. Oh, nee. Oh, nee, ich hab... Nee. Ja, okay. Natürlich, und der ist jetzt hier, oder was? Ich hab mich auch unfassbar dumm gerade angestellt. Wir machen das nochmal. Es tut mir leid, dass ich mich manchmal blöd anstelle. Oh, so geht das auch. Okay.
Bro nicht ganz weit weg, Meister. Er kommt wieder? Okay, aber er ist da drüben gefangen. So, der Mini-Pilz. Ist ja irgendwie in den späteren Spielen nicht mehr ganz so prominent gewesen. In diesem Game ist es das schlimmste Item, was es gibt, einfach. Ihr könnt über Wasser laufen. Cool. Ja. Tatsächlich war es das auch schon wieder mit coolen Features. Ihr könnt höher springen. Ihr seid instant tot. Und... ja. Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen. Ich versuche ihn mal zu behalten. Oh, hier sieht es so aus, als bräuchten wir aber... ja, einen Pilz. Also was heißt, wir bräuchten einen Pilz? Wir bräuchten halt... stimmt, da musste man... das war die falsche Richtung, das war komplett unnötig und dumm. Und ich gönne mir meine Feuerblume. Ja. Damit wir den hier oben auch gescheit... das kann... also die Hitboxen in dem Spiel sind ja schlimmer als in den neueren Teilen. Ist nicht gerade wirklich passiert, oder? So muss das. Jetzt einfach nur ganz kurz warten. Dann slidet der hier runter. In den neueren Spielen ist die Hitbox ja manchmal schon... ich sag mal so... gewöhnungsbedürftig. Aber in dem Spiel sieht die ja... noch unfairer als, weiß ich nicht, in jedem Teil vorher. So, da unten möchte ich jetzt aber eine Starcoin. Ist bestimmt ein P drin, ne? P-Switch, genau. Mit dem wir nach hier oben steppen können und... oh, ich sehe was! Da jumpen wir doch ein paar Mal gegen. Sehr schön. Nehmen noch hier die Coins mit. Hier ist nichts mehr drin. Dann gehen wir auch direkt schon weiter. Ich will wissen, was hier drin ist. Das ist unfair. Mit der zweiten Starcoin überspringen wir die dritte und... wir brauchen dafür einen Koopa. Einmal auf Koopa-Suche gehen. Wir nehmen einfach den von hier vorne wieder. Den ich wegen seiner Hitbox so hasse. Und wir müssen fast sein. I think. Das ist doch Betrug. Oh, what? Wie kommt man da rüber? Kommt man da durch? Wenn man klein ist, kann man einfach durchrennen. Stimmt. Ja, ich schneide euch das. Ja, was für Schneiden. Das ist halt direkt hier nach dem Checkpoint. Ich bin gesprungen, okay. Man muss klein sein, dann kann man da einfach durchrennen. Hätte man wissen... oh mein Gott, das war so schlecht. Und das war noch schlechter, aber wir haben das Level geschafft. Ich sag gar nichts dazu, die Leistung war schlecht in dem Level, ich weiß. Aber ich habe trotzdem immer noch Lust weiterzumachen. Trotzdem muss ich mal nebenbei auf die Zeit gucken. Erst 20 Minuten und davon werden safe 25 weggeschnitten. Hier gibt's unten ein Level und oben. Ich weiß nicht, welches das nächste ist. Das ist 5. Das ist 4. Da geht's oben weiter. Ich kaufe das trotzdem mal. Im Übrigen, das ganze Game ist auf Englisch. Lass dich davon nicht stören. Will ich das Wasserlevel machen? Warum eigentlich nicht? 1A. Ich hoffe, so wird auch meine Leistung jetzt in dem Level. Okay, was gibt's für ein Item? Bestimmt ein Pan? Ich bin so dumm, ich habe das auch noch eingesammelt. Habe ich irgendwelche Vorteile von dem Ding im Wasser? Überhaupt nicht. Merkt man eigentlich, dass die Grafik so ein bisschen aufgehübscht ist? Ich habe nämlich geguckt, dass es nicht verpixelt ist, sondern alles abgerundet und es sieht aus wie gemalt oder so. Haie? Yo, die ersten neuen Gegner. Sharks. Keine Ahnung, wie die Viecher wirklich heißen. Jetzt heißen sie Sharks. Also... oh, 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 oh. Was ist das für eine Bubble? Ich will nicht, wenn mich die Coins exakt an den Bubbeln vorbeiführen, dann machen die Bubbles Schaden.
Wir bleiben aber in der Mitte, falls wieder Sharks kommen, damit wir da gut ausweichen können. Nein. Fantastisches Level-Design. Top Nintendo, top. Nee, das schneide ich jetzt nicht. Die Mühe mache ich mir nicht. Wenigstens haben wir jetzt die Chance, nicht klein sein zu müssen. Jetzt will ich aber auch mein Item haben. Ja, guck dich das einer an. Warte, waren wir gerade eben nicht schon groß? Egal! Die Musik ist auch cool. Ist natürlich eine geremakte Unterwasser-Version. Wir kennen sie alle. Wir haben sie schon 10.000 Mal gehört und eigentlich haben wir auch gar keinen Bock mehr auf diese Musik. Aber sie hört sich trotzdem schön an. Unterwassermusik in Mario Games. Sowieso. Oh, das ist Bouncy! Okay, jetzt wissen wir's. Und jetzt bleibe ich direkt oben. Hier, schön Mario im Kopf. Ich habe keine Klaustrophobie, aber ich würde Todespanik bekommen, wenn ich in einer Höhle bin und über mir eine Decke wäre. Ich hätte total die Panik. Ich könnte kein professioneller Taucher werden. So. Okay, das geht ganz normal kaputt. Und hier ist eine Feuerblume drin. 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 Ich habe keinen Bock mehr nachzugucken. Wenn da wirklich eine drin ist, dann hat sie verdient, nicht eingesammelt zu werden. Weil die Kontran vorbei bin. So. Das Einzige, was ich hier nicht ganz so feiere, das war unnötig. Egal, fürs Inventar. Was ich hier nicht so ganz feiere, ist tatsächlich die Tatsache, dass hier... was wollte ich gerade sagen? No, wir haben es verpasst. Okay, hier ist Strömung. Nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich kann den nicht einsammeln, weil er out of map spawnt. Ich bleib oben. Da kommt doch so safe jetzt oben einer. Ja! Still alive, guys! Raus hier. Wir haben alle 3 Starcoins. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, wenn hier jetzt noch irgendwas ist, was mich töten kann. Nintendo! Wieso schaffe ich diesen Sprung nicht? Ach, komm. Die Coins sind egal. Noch 100 Sekunden Zeit. That was fast. Oh, wir haben sogar hier mit einer Dingszeit gedingst, genau. Ich muss ganz kurz was schauen. Nicht, dass mein Mauszeiger bei einem der beiden Sachen aufgenommen wird und euch das die ganze Zeit stört. Nein? Okay. So, wir sind bei 26 Minuten und noch nichts Spannendes passiert. Ist beim Tower. Wir können so ist nicht. Wir könnten so jedes Level, jede Welt in einem Part abschließen. Oder? 8 Videos? Why not? Gehen wir aber erstmal in 1.5 und schauen, was uns da so erwarten tun tätet. Okay, an das Level erinnere ich mich natürlich auch. Ich glaube, ich kann mich so an jedes Level erinnern. Also, was heißt an jedes... Sprung. Anscheinend, manche sagen auch, die Physik, wie man auf diesen Dingern bounced, sei anders als in den späteren Games. Weil man irgendwie anders drücken muss. Ich drücke bei beiden immer gleich und es funktioniert. Okay, auf das Gimmick haben wir natürlich alle gewartet und alle auf jeden Fall Bock drauf gehabt. Okay, getroffen. Wir haben schon 2 Starcoins. Es scheint ein kurz kürzeres Level zu sein als die anderen. Oh, ich glaube, wir müssen hier drauf bleiben. Hey, okay, macht Spaß. Die Musik macht aber auch gute Laune. So, da haben wir alle 3 Starcoins und die Halbzeitflagge erst jetzt? Die Verwirrung ist mir ins Gesicht geschrieben.
zack, zack. Will ich ein Leben? Die Frage ist, warum sollte ich keins wollen? Leben sind immer wichtig. Bin mir sicher, später wird das Ganze auch noch ein bisschen schwerer. Deswegen glaube ich nicht, dass wir es zu 100% machen. Mit allen... Oh, oh, hier ist bestimmt so ein... Ja, genau. What? Kommen da jedes Mal Pilze raus? Wenn man die Maximalzahl erreicht, ja. Okay, Nintendo, das hätte man vielleicht in dem Level als Gimmick rausnehmen sollen. Dass man da 1000 Items bekommt. Aber ist ja egal. Wir machen weiter gleich mit dem nächsten Level. Das macht so Spaß. Ich muss was trinken, ich rede zu viel, weil ich zu aufgeregt bin. Natürlich das gute Volvic-Wasser. Hier mittlerweile immer noch nicht. Wobei, wir haben alle Starcoins, also von dem her. Wir kommen auch zum ersten Bowser-Level. Machen wir es so, machen wir immer jede in jedem Part eine Welt oder so? Das wäre doch nice, oder nicht? Oh ja, das Level erinnere ich mich. Ich habe das so oft gespielt, weil ich so Spaß damit hatte. Ich weiß, dass ich seltsam bin. Aber ich kann mich so gut an dieses Level erinnern. Wird das unten in meiner Itembar ersetzt? Natürlich. Immer durch das nächst stärkere Item. Okay. Oh, die Musik. Bis wohin kann ich rennen? Bis wohin kann ich rennen? Ich kenne das Level nämlich relativ gut. Die erste? Okay. Das wäre jetzt so cringe gewesen, wenn es einfach die zweite gewesen wäre. War das hier oben? Nein. Gibt irgendwo genau so ein Secret, wo man, ich glaube sogar hier. Ja. Genau. Wo die Röhre oben so ganz, ganz leicht am Rand versteckt ist und sich die letzte Starcoin befindet. Oh, wunderbar, wie wir durch dieses Spiel hier kommen. Wahnsinn. Ich kann gar nicht so auf die Level eingehen, aber ey, die Level sind wundervoll gestaltet. Also wirklich für damalige Zeiten. Die Lava sieht fresh aus. Alles sieht gut aus. So. Kein verstecktes Item tatsächlich. Ist das erst was ab dem Wii-Teil kam? IDK? I don't know. Kommt jetzt Bowie? Nein, natürlich nicht. Okay. Oh, Bowser Jr. schickt einen Boss vor. Wen denn? Oh, doch Bowie. Ja, machen wir den... Komm, wir machen ihn auf Oldschool. Das ist so brutal. Also seine Haut ist verbrannt, er kommt nochmal hoch. Das war ein sehr, sehr schwerer Boss, Leute. Wir haben jetzt halt einfach wirklich... No cap. Legit die erste Welt in einem Video durchgespielt und das in... Ich in 31 Minuten und für euch wird das wahrscheinlich gecuttet. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns die zweite Welt an. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.